Und hallo YouTube und willkommen zur 182 von Mittelerde Lore. Und in diesem Video geht es um eines der kleineren Völker der Ostlinge und um ihr Land. Es geht um die Varyaks und die Menschen von Khand. Das Land Khand liegt direkt südöstlich von Mordor und lag damit östlich und etwas nördlich von Nahar-Rad. Über dieses Land erfahren wir aber nur recht wenig. In Herr der Ringe wird Khand tatsächlich nur ein einziges Mal erwähnt, als Tolkien die Truppen der Ostlinge und Haradrim beschreibt, die in der Schlacht auf dem Pelennor gegen Gondor und Rohan kämpften. Nachdem der Hexenkönig von Eowyn und Merry zu Fall gebracht worden war, übernahm Gothmog, von dem nicht klar ist, ob er ebenfalls ein Nazgul, ein Ork oder ein Mensch war, die Führung über das Heer. Er befahl in diesem Teil der Schlacht allen Reserven, die noch bei Osgiliath gewartet hatten und eigentlich zurückgehalten werden sollten für die Plünderung der Stadt, nun auch anzugreifen. Unter diesen beschreibt uns Tolkien Ostlinge mit Äxten, Haradrim in roten Gewändern und die Varyaks aus Khand. Aus dieser Beschreibung geht aber nicht besonders viel hervor und wir erfahren nicht, was diese Krieger aus Khand an Waffen oder Rüstungen trugen oder wie sie aussahen. Ähnlich dazu erhalten wir auch keine Beschreibung ihres Heimatlandes Khand. Klar ist aber, dass dieses unter der Macht von Sauron lag und die Varyaks, die von dort kamen, dienten in seinen Legionen. Ein eigenes Land scheint Khand aber dennoch gewesen zu sein, und die Menschen von Khand führten in ihrer Geschichte selbst Krieg gegen andere Völker der Ostlinge. Nachdem die Wagenreiter von Gondor so im Jahr 1899 des dritten Zeitalters zurückgeschlagen worden waren, verbreiteten sich diese nach Süden und dort bekriegten sie sich bald mit den Menschen von Khand. So ein Konflikt zwischen den Völkern, die unter Saurons Einfluss standen, ist aber eigentlich nicht überraschend. Es war eben Saurons böser Einfluss, durch den die Ostlinge und Haradrim und eben auch die Menschen von Khand so kriegerisch wurden, sich bewaffneten und auch einander bekriegten. Am Ende aber schlossen die Wagenreiter, einige Haradrim und eben auch die Menschen von Khand ein Bündnis und wandten sich zusammen gegen einen gemeinsamen Feind. Gegen Gondor. Geführt von den Wagenreitern zogen auch die Menschen von Khand im Jahr 1944 des dritten Zeitalters in den Krieg gegen Gondor. Und während die Truppen der Haradrim von Süden her angriffen, verstärkten die Krieger von Khand das Hauptheer der Wagenreiter im Norden. Zusammen mit diesen sammelten sie sich so bei der südlichen See von Rûn und zogen dann von Osten her zur Dargolat. König Ondo, Herr von Gondor, hatte eigentlich einen Angriff von Norden oder vielleicht von Nordosten her erwartet, und die Wagenreiter konnten Ondoher daher überraschen und besiegen, als sie plötzlich von Osten her kamen. Am Ende aber konnte Gondor dennoch dank Eärnil gerettet werden. Dieser hatte das südliche Heer besiegt und zog dann nach Norden und auch dort war er siegreich, da die Wagenreiter und damit auch die Krieger von Khand bereits glaubten, Gondor besiegt und geschlagen zu haben und daher feierten, als Eärnil eintraf und sie überraschend angriff. Ob Krieger aus Khand auch im südlichen Heer kämpften, ist unbekannt, und auch so werden vor allem die Wagenreiter als die großen Feinde von Gondor in diesem Krieg betont. Zwar schreibt Tolkien klar, dass das Bündnis mit Khand durchaus von Bedeutung war und die Truppen von dort die Wagenreiter deutlich stärkten, aber für den Krieg selbst geht es vor allem um die Wagenreiter. So bleiben auch hier weitere Details zu den Menschen von Khand unklar. Die Wagenreiter zeichnen sich ja besonders durch ihre Streitwägen aus, die sie im Kampf so gefährlich und schnell machten. Aber ob es sowas auch für die Menschen von Khand gab, wissen wir nicht. Für sie ist keine besondere Bewaffnung und kein solches kulturelles Merkmal bekannt. Und so ist es eben auch mit den Varyaks von Khand. Diese Krieger waren es, die sich im Ringkrieg unter den Reserven befanden, die Gothmog in den Kampf warf, aber auch bei diesen hören wir nur, dass sie am Ende bezwungen wurden. Tolkien beschreibt für sie weder besondere Waffen noch irgendetwas anderes. In der Schlacht auf dem Pelennor standen sie aber gegen die Ritter von Dol Amroth und wurden von diesen besiegt und zusammen mit den Orks, an deren Seite sie kämpften, vertrieben. Außer dass sie wilde und gefürchtete Krieger sein sollen, wissen wir also gar nichts über die Varyaks von Khand und über ihr Land. Über das Aussehen, Klima und die Natur von Khand kann man so nur spekulieren. Durch die Lage südöstlich von Mordor war es vermutlich ein eher warmes und trockenes Land und wäre vielleicht dem Süden von Gondor ähnlich gewesen. Allerdings zeigen Orte wie Ithilien und das Tal von Minas Morgul, dass der Einfluss des Bösen auch die Natur und die Landschaft beeinflusst und vor allem zerstört. Da Khand so nahe an Mordor lag, könnte auch dort der böse Einfluss von Sauron besonders stark gewesen sein und auch dessen Zerstörung. Alles in allem aber bleibt Tolkien sehr unklar und gibt uns kaum Informationen, wenn es um Khand oder um die Varyaks geht.
So ist nicht einmal klar, ob die Varyaks der Name des Volkes der Menschen von Kant ist oder nicht. In der Beschreibung des Kriegs mit den Wagenreitern schreibt Tolkien nur von den Menschen von Kant und nicht von den Varyaks, die erst später im Ringkrieg überhaupt auftauchen. Und so gibt es die Vermutung, dass die Varyaks nur eine spezielle Truppe von Kriegern aus Kant waren und nicht das gesamte Volk dort. Ein Hinweis darauf und vor allem wie sich Tolkien die Natur der Varyaks vorgestellt haben könnte der Name Varyak sein. Die Bedeutung dieses Wortes innerhalb der Welt von Mittelerde kennen wir leider nicht. Doch neben Mumakil, dem Namen der Olifanten in der Sprache der Ostlinge und auch dem Namen Khan für ihr Land, ist es eines der wenigen Worte aus der Sprache der Ostlinge und Haradrim, die wir kennen. Was auch bedeutet, dass sowohl Kant wie auch Varyaks Eigennamen dieses Volkes sind und sie sich selbst so genannt hatten und es keine Namen waren, die man ihnen von außen, zum Beispiel in Gondor, gegeben hatte. Zugleich scheint aber Tolkien auch den Namen Varyaks sehr direkt aus unserer Welt übernommen zu haben, denn Varyaks ist eine der englischen Schreibweisen für die Veräger. Dies war ein Name, der für Menschen aus Skandinavien verwendet wurde, die als Wikinger und Händler etwa ab dem 8. Jahrhundert nach Osteuropa und bis ans Schwarze Meer zogen. Veräger wurde dabei vor allem für Gruppen verwendet, die durch Schwüre oder Eide und gemeinsame Interessen zusammenreisten und kämpften. Das moderne deutsche Wort Veräger leitet sich so vom altnordischen Veringi ab, was aus den Bestandteilen var für Gelöbnis oder Eid und Gengi für Weggefährte oder Begleiter besteht. Zusammengesetzt könnte man Veräger damit in etwa als geschworene Gefährten übersetzen. Und ganz besonders berühmt war auch die Verägergarde. Eine Truppe von Kriegern, die vor allem aus den Rus und auch aus Skandinavien bestand, aber auch aus Männern, die aus Gebieten wie England kamen und die dem byzantinischen Kaiser als Leibwache dienten. Zu den bekanntesten nordischen Kriegern der Verägergarde gehörte so zum Beispiel auch Harald Hardrada, der spätere König von Norwegen. Da Tolkien den Namen Varyak von den Verägern oder eben Varangians oder Varyaks auf Englisch übernommen hatte, könnte man vermuten, dass es auch in Mittelerde geschworene Gefährten bedeutet. Damit könnte es sein, dass die Varyaks von Kant nicht das gesamte Volk von Kant beschreibt, sondern eine eingeschworene Truppe von Kriegern aus diesem Land. Vielleicht sogar eine Elite-Truppe von Kriegern wie die Verägergarde des byzantinischen Kaisers. Ob dies aber wirklich der Fall sein sollte oder nicht, bleibt unklar und Tolkien machte darüber keine klare Aussage. Daher bleibt das Ganze auch eine Spekulation und wir können nicht mit Sicherheit sagen, was sich Tolkien mit den Varyaks von Kant vorstellte. Folgt man aber dieser Interpretation der Varyaks von Kant als Veräger, könnte man sogar vermuten, dass es gar Nordmenschen oder vielleicht sogar schwarze Numenorer waren, die nach Südosten zogen und in Kant siedelten, ebenso wie es die Veräger in unserer Welt taten. Wissen können wir es aber am Ende leider nicht, da Tolkien dazu keine Aussagen machte und uns auch sonst viel zu wenige Details zu den Varyaks und zu Kant gab. Dass eine solche Ähnlichkeit im Namen zwischen den Varyaks von Kant und den historischen Verägern aber ein Zufall wäre, erscheint meiner Meinung nach bei einem Linguisten wie Tolkien, der noch dazu so sehr auf die Details seiner Welt Mittelerde achtete, als eher unwahrscheinlich. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zu Mittelerde Lore. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge, das wir in der nächsten Folge, in die Kommentare schreiben. Und ich sage vielen Dank an meine Patreons, die diese Videos ermöglichen. Und tschüss YouTube, bis zum nächsten Mal bei Mittelerde Lore.